Kommt so ein Tag. 17. Ja, haben wir ja schon gesagt, heute leichter Hiking-Tag. Hatte mir ja schon vorher irgendwie sowas auf der Karte so ein bisschen ausgesucht. Und morgen habe ich dann festgestellt. Ja, der Campingplatz liegt da doch relativ weit weg vom eigentlichen Einstieg. Hätte ich erstmal 10 Kilometer laufen müssen und das ist nur bestimmt 10 Kilometer gewesen und auf über 300 gegangen, also bestimmt nochmal auf 1500 Höhenmeter und nochmal 10 zurück, ne, 30. Ja, boah, nee. Ja, Hiking okay, aber kein weiter Programm. Ja, ich meine, ja, was ein bisschen hier den River Neves ein bisschen drauf. Eine gute Sicht. Eine gute Option heute nochmal auf den Ben Nevis zu steigen, aber ja, ich möchte nicht wissen, was heute los war. Denn heute hat man auf jeden Fall eine gute Sicht gehabt. Ja, kommen Nevis rauf. Ja, dann geht es weiter. Da habe ich überlegt, gehst du bis in Lower Falls. Ja, aber es ist leicht spektakulär, aber auch nur ganz leicht. Ja, hab dann auch noch. Danach bin ich noch weiter aufgegangen, hab dann Pause gemacht. So, kurzes Pausenvideo, ich hoffe, man hört mich. Ich bin hier nämlich am River Neves. Ich hörte mich so ein bisschen noch dran. Der Weg bis hierhin war teilweise ja, sehr schlammig. Ja. Ja, ich sehe wohl immer meine Hose an. Ich muss gleich auf jeden Fall gebusset werden. Ich habe noch ein Fächchen gekochen. Die waren auf der Suche nach dem Weg zu dem Ziel. Zwei Worte gesagt, direkt los, zack, zu dem Stimmen. Und schon, was die junge Dame geschworen hatte, glaube ich nicht, dass sie direkt schon gehen und gehen. Ja. Ja, die Frage, ob sie weitergehen wollen, dafür sind mir egal und ja, die müssen wir gehen. Ja, die sind auch irgendwo zurück und so weiter. Ja, das Patio. Vorhin war bei noch eine Lower Falls, war ganz nett. Und ja, hier. Ich würde sagen, ich das mal hier. Das ist die Hosennummer. Ja, habe ich gemacht, dass es morgen dann nach oben geht. Ja, sonst. Ja. 10 Kilometer unterwegs gewesen, aber hier wollen wir gleich dann. Auch nicht. Ja, und völlig planlos. Aber gut. Ja. Weil er sagte, die Straße wäre jetzt nur einspurig, die da weiterführt.
Ich muss ihn leicht auslachen. Er hat gesagt, das ist eine Straße. Ich hätte ihm vielleicht noch erklären können mit den Passing Places und dann halt so üblich ist. Aber ich hab's einfach gespart. Ja. Ja, und sie hatte so komische Schuhe an. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich habe auch vorgestern auf dem Nevis gedacht, oh, da sind sogar Leute irgendwie mit hochgejoggt. Unfassbar. Ja, gutes Training, aber ja. Da war halt schwieriges Gelände, hatte ich keinen Bock drauf. Einiges aus der Cairngorm Brewery, aber ja, das ist okay. Uns heute Abend oder später McAllen Gold hatte ich mir genau im Whisky Shop nur für Grillung vorgestern gekocht. Ne, gestern. Exclusively matured in cherry oak casks from Jerez, Spain. Eichenfässer also. Sherry Eichenfässer. Ich bin gespannt. Also, dann hinten drauf, näher vorne. Na, Karton schon irgendwas von den Zitronen und bla. Ist ja auch egal. Der wird auch wieder mit sein. Egal. Hinter meiner Spätzeit. Hier von Abelau. Ja, hatte ich auch überlegt, eine Tour zu machen, aber na, vorzeitig angefangen und sowas. Ja, jetzt reicht mir der Whisky, das reicht auch. Morgen, Reisetag nach oben. Erstmal hier mit dem Bus zur Busstation. Wahrscheinlich. Und dann mit dem Zug, denke ich mal, weiter. Ja, das kann man am angenehmsten. Ich kann auch mit dem Bus fahren, aber. Ja. Kein Bock. Der Zug ist ganz angenehm. Haben vielleicht aber Strom. Kann auch vernünftig lesen. Ja. Kommt auch mal der Servicewagen vorbei. Mit Getränken und so. Ist auf jeden Fall netter. Vielleicht ein bisschen teurer, aber das war ein Unterschied. Am Bus zahle ich 20 Pfund. Am Zug 26 oder so. Nicht die Welt jedenfalls. Ja, ich werde jetzt ein bisschen schon mal zusammenpacken. Mal den Müll raussuchen. Der nicht mehr mitkommt. Damals recht früh erst, kurz nach vier, nach was lesen. Ja, Hose gleich sauber machen. Warum ist der ja? Und? Nö. Mal gleich gucken, wie das Wetter wieder morgen wird. Einfach mit Regen gesagt, auch schon in der Nacht. Passt mir jetzt nicht in den Kram, weil ich das hinten möglichst trocken entdecken möchte. Aber. Naja, Text nicht drin. Ja, also dann. Der Z-Urlaub endet morgen früh. Noch zwei Tage Relaxing oben dann. Und eine Nacht in Glasgow. Und dann geht's.